Servus Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, was geht ab? Das Wetter ist gut, wie ihr seht. Da scheint die Sonne. Boah, aber lasst euch nicht täuschen, weil es ist so kalt, ihr werdet es ja nicht glauben. Aber ich dachte mir, komm, die letzten guten Tage hier dieses Jahr, die nutzt du noch aus. Machst du ein, zwei Videos, fährst ein bisschen Motorrad. Und ihr seht schon, ich habe Schutzkleidung an. Was heißt das? Ihr werdet es wahrscheinlich im Titel schon gelesen haben, Freunde. Heute testen wir mal den Topspeed der guten KTM SMCR. Mal schauen, was das Ding so drauf hat. Keine Angst, ich habe hier drunter auch Schutzkleidung. Hier drunter sind auch Protektoren. Alles natürlich abgesichert. Und, Freunde, kurze Nachdenkzeit. Aber fällt euch was auf? Und, ist es euch aufgefallen, Freunde? Ja, ich, der alte Tuningmeister, hab was umgebaut. Und zwar die Deckel hier. Ich habe ja auch gleich die Dichtung gewechselt, weil mir da ja, wie im letzten Video gesagt, die Bremsflüssigkeit rausgelaufen ist. Ich muss sagen, die schauen schon echt geil aus. Sind sogar die Originalen. Also nicht irgendwie Billigversion, sondern da habe ich richtig reingegriffen in Gapbeutel. Und zack, habe ich mir die Scheißdinger gegönnt. Und jetzt müssen wir nur mal anhalten, weil ich gerade hier gesehen habe, Freunde, dass, falls ihr seht, da schon wieder Bremsflüssigkeit ist. Und ich hoffe, dass es da runtergelaufen ist, als ich es gewechselt habe. Und jetzt nicht hier jetzt runterläuft. Weil wenn das schon wieder undicht ist und die Kacke da runterläuft, dann sage ich euch, Freunde, dann flipp ich aus. Was sagt ihr zu den Deckeln, Freunde? Schreibt es in die Kommentare. Wirklich, ich finde sie urgeil. Und wenn wir gerade so auf dem Weg sind zum Highway, zur Autobahn, kann ich euch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte aus dem Leben. Und zwar bin ich letztens, dachte ich mir so, ja komm, fährst du Motorrad, gell? Dann stehe ich vor meiner Haustür, mach das Ding an und zack, Tankleuchte leuchtet auf. Ich denke mir nichts, wie immer, gell? Fahr los, denk mir, ach komm, fährst du zur Tanke, hast du noch einen Gutschein? Ungefähr nach 500 Metern Benzin alle. Heißt, ich durfte die ganzen 500 Meter zurückschieben. Aber na gut, jetzt sind wir wieder da. Okay, Freunde, hier ist die Autobahnauffahrt. Ich glaube, da ist auch gleich unbegrenzt. Ich würde sagen, wir reißen dann gleich mal richtig auf. Probieren wir mal. Schauen wir mal, was so abgeht hier. Freunde, wirklich, ich fahre hier auf und ab und es kommt kein Unbegrenzt-Schild. Gut, hier wäre jetzt eh ein bisschen viel Verkehr, aber es kann es doch nicht sein. Also bitte, was ist denn das? Okay, Freunde, da vorne ist ein Unbegrenzt-Schild. Okay, Freunde. Okay, Freunde, wir müssen noch mal kurz so tun, als würden wir ein cooles Thumbnail machen. Ungefähr so. Oder so. Ja, Freunde, ich weiß nicht, ob man es gerade auf dem Tacho gesehen hat. Ich bin jetzt hier wirklich eine Stunde auf und ab gefahren und habe unbegrenztes Schild gesucht. Aber ich habe eins gefunden. Und ich kann euch sagen, ab 150 aufrecht ist es echt unangenehm, weil da wirklich die Luft so krass gegen dich prescht und vor allem mit dem Crosshelm. Mit dem Crosshelm, mit dem Schirm da, mit dem Sonnenschirm oder wie man das nennt, da ziehst du wirklich den Helm, so also den Kopf so nach hinten. Und wenn der Helm nicht gescheit sitzt, wenn er ein bisschen zu groß ist, dann drückst du den nach oben und dann sieht man wirklich gar nichts mehr. Und im aufrecht sitzen, gut, ich hatte jetzt echt Gegenwind, aber da war es 150. 150 geht, aber 160 tut sie sich dann schon schwer beim Aufrechtsitzen, würde ich sagen, mit Gegenwind. Aber mit nach unten legen, also ungefähr so auf den Tank legen, ist da schon locker 170, 180 drin. Habe ich jetzt nicht ausprobiert. Erstens war zu viel Verkehr. Zweitens ist das mit dem Crosshelm echt nicht so geil, sage ich jetzt mal. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Freunde, ihr habt es gesehen. Halten wir einfach fest. Um die 170 fährt sie gedrosselt. Spitze, ja, schätze ich jetzt mal. So. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch... Seht ihr mich eigentlich? Peace, ja. Dann würde ich sagen, Freunde, machen wir jetzt noch einen Wheelie, einen kleinen. Und dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Oh Gott, was war denn das?
Freunde, ja Freunde, dann war's das mit diesem supergeilen Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt in die Kommentare, ob euch dieses schmackgeile Video gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr es urgeil fandet, wenn ihr es urscheiße fandet. Lasst einen Daumen nach unten da. Würde mich echt riesig freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Und schau mal in die Videobeschreibung, da ist mein Instagram verlinkt. Da ist ein bisschen mehr los. Da kriegt man ein bisschen mehr aus meinem Leben mit. Und ja, Freunde, das war's. Haut rein und Peace out.